Hola, buenos días. Heute beginnen wir mit dem Tanguillo, Tanguillo de Cádiz mit Sombrero Cordobés, mit einem Hut aus Córdoba, der typische Hut für die spanischen Reiter, aber eben wir können auch damit tanzen. Tanguillo ist ein. Jetzt machen wir, wo ich gesagt habe, wenn es so quartolisch wird. Das heißt, Quartolen zähle ich. Eine und die Zweie und die eine und die Zweie und die eine und die Zweie und die. Ja, das ist so ein bisschen punktiert, dieses Gefühl. Wir machen jetzt zusammen dieses mit dem Quartett. Ich mache mal weiter. Ich stütze hier schön ein und dann mache ich rechts, links nach vorne. Ja? Ra, ra. Und jetzt stelle ich mich hin. So ein bisschen lässig. Und ich bewege die Hüfte in einer Acht. Nach hinten die Hüfte und nach hinten. Hopp. Hopp, tak, tak, tak. Ich mache zuerst den fortgeschrittenen Schritt, dass ihr merkt, der hat hier ein Redoble drin. Ja, gut. Jetzt diesen Redoble mache ich nicht, den lasse ich. Das ist der Schritt und jetzt zeige ich den Hut dazu. Wenn der erste kommt, mache ich. Bin ich hier. Das heißt, von hier gehe ich hier hin. Und nachher drehe ich mich hier und dann kommt der Hut mit nach hinten. Als Technikübung und zwar, dass die Planta, Tacón ganz deutlich klingen. Und Golpe hier, richtige Golpe, ganzer Fuß und nicht irgendwie einen Absatz oder so schummeln. Ja? Das heißt, der Akzent ist auf dem zweiten Golpe. Eins, eins, die da, da. Gut, jetzt sind wir am Ende. Sechs Lerneinheiten, dass ihr den Tanguillo schön tanzen könnt. Das Geheimnis ist immer, die Sachen langsam zu üben, rhythmisch zu verstehen. Deshalb haben wir diese Einheiten auch gemacht. Auf der Lern-DVD oder Video ist dann von mir nochmal die ganze Choreografie langsam und schnell getanzt. Dann nur der Zapateado auch nochmals in Noten aufgeschrieben. Und eben diese Lerneinheiten sind einfach noch mit diesen ganzen anderen vielen Details. Versucht die zu integrieren langsam. Habt Geduld und vor allem habt Spaß. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Choreografie.